Das erste Heimspiel der Saison spielt die WSG Tirol im Tivoli-Stadion gegen den TSV Hartberg. Die Nordtribüne ist gefüllt mit Vätern, Müttern und Kindern, denn sie ist exklusiv für Familien reserviert. Die WSG und die Tiroler Versicherung haben sich gemeinsam vorgenommen, das Tivoli-Stadion mit Stimmung zu füllen und somit eine Faninitiative gestartet. Der Fußball in Tirol hat über viele Jahre jetzt immer wieder negative Schlagzeilen geschrieben. Das werden wir jetzt gar nicht vertiefen, aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass uns bewusst wird, wir haben da einen Verein, der mit extrem viel Herzblut gearbeitet ist, der jetzt seit Jahren mit minimalsten Mitteln in der Bundesliga spielt. Und darum war mir wichtig, ein Zeichen zu setzen und vor allem die Jungen, die Kinder, die Jugendlichen wieder einzubringen, die Familien, sagen, dass man das Fußball ein Familienfest da sein kann. Es ist extrem schwierig, Publikum ins Stadion zu kriegen, aber ich glaube, diese Initiative da mit der Tiroler Versicherung und uns gemeinsam, Herz für den Tiroler Fußball, das kann in die richtige Richtung gehen und ich hoffe schon, dass wir da in Zukunft Schritt für Schritt mehr Zuschauer kriegen. Unter dem Motto "Ein Herz für den Tiroler Fußball" soll das Tiroler Familienfest Bundesliga Fußball wieder zu einem Erlebnis für Familien machen. Bereits eine Stunde vor Spielbeginn geht es los. Schminkstation und Hüpfburg und ein Blutschink-Konzert bereiten die Kinder auf das Spiel vor. Ahnungslos sitzen die Kinder nicht auf der Tribüne. Die Regeln des Fußballspiels kennen sogar schon die Kleinsten. Foul, Abseits, Aus, Freistoß, Elfmeter, alle. Ja, ich spiele auch Fußball, ihr kennt auch alle. Wenn man zu nah vorm Tor an jemand anderen schießt, gilt jetzt nicht ist es Abseits. Also Eigentor, dann kriegen die anderen einen Punkt, wenn Team Eigentor schießt. Abseits, Foul, Schwalbe. Auch für die restliche Saison soll die Nordtribüne ein Bereich für Familien sein. Sie hat einen eigenen Zugang und ist von der restlichen Tribüne abgetrennt. So können Familien unter sich das Spiel genießen und kommen nicht mit anderen Fangruppen in Berührung. Als Eltern ist es ganz wichtig, dass du mit Kindern nicht wohin gehst, wo irgendeine Gefährdung da ist. Das heißt, da kann man garantieren, dass nur Kinder, Familien da sind und man kann die Eltern sagen, da sind ihre Kinder sicher, da können sie frei umeinander laufen. Ob die Kantine, ob die Toiletten, alles für Kinder und Familien herkriegt. Ich glaube schon, Stück für Stück wird man dann den Wiedererkennungswert der WSG Tirol-Fans sehen, die wollen die eigene Mannschaft supporten, da gibt es keine Kraftausdrücke gegenüber einem Gegner und über das wollen wir uns definieren. Und wenn wir das schaffen, ist alles gut. Was der gegnerische Fan macht, können wir nicht beeinflussen. Auch bei den Familien kommt die Initiative gut an. Viele sind zum ersten Mal bei einem Fußballspiel dabei. Ein Ticket für Erwachsene kostet 10 Euro. Kinder bis 14 Jahre können das Stadion gratis besuchen. Wenn es in einem regelmäßigen Abstand öfter wäre, das würde das Ganze ein bisschen ankurbeln für die Kinder, für die Jugend. Und es ist total eine gute Idee eigentlich. Die Stimmung ist ja viel besser dann, wenn Familien da sind. Also mir macht Spaß. Ja, wenn sich der Verein schon bemüht, für Kinder so eine Unterstützung zu geben, dann soll man das auch annehmen und nützen. Und deswegen sind wir eigentlich auch da, dass man ein bisschen Publikum einbringt ins Stadion und das warten sie dann auch dementsprechend vielleicht einmal weiter oben in der Tabelle dann einmal auch zu finden ist und dass die Stimmung halt dementsprechend gut ist dann. Die Kinder jubeln, denn am Ende gewinnt die WSG gegen Hartberg mit 2:1. Das nächste Spiel spielt die WSG Tirol bereits am Sonntag im Tivoli-Stadion gegen den SK Austria.